Passend zur aktuellen Zeit habe ich einen etwas besinnlichen Ausschnitt für euch zusammengestellt aus einem Interview, das ich kürzlich gegeben habe. Darin geht es um die folgenden Themen. Was ist eines der ältesten Rohkostbücher überhaupt, das schon vor Tausenden von Jahren geschrieben wurde? Wovon hat sich Jesus eigentlich wirklich ernährt? Und mit welchen 7-Tages- und Abendmeditationen können wir einen gesunden Lifestyle ideal unterstützen? Ich bin Heike Michaelsen und ich wünsche dir viel Freude, Inspiration und spannende Erkenntnisse mit unserem Gespräch. Die meisten aus der Rohkost kennen ja das Friedensevangelium der Essener, das erst vor 100 Jahren in den Geheimbibliotheken des Vatikans entdeckt wurde. Und das erste Band handelt ja auch komplett nur von Rohkost, wo Jesus in diesen Überlieferungen erzählt, wir sollen uns nur von lebendiger Nahrung ernähren, die wir in der Natur finden oder auch in der Sonne trocknen können. Und er spricht ja auch von Reinigungen, also äußerlich reinigen, indem wir in lebendiges Wasser gehen, Flüsse, Seen und so weiter und innere Reinigung mit Einläufen und so weiter. Und das ist alles im ersten Band beschrieben. Und im zweiten Band, da geht er dann auf die Naturelemente ein. Da sagt er, es ist zum Beispiel ganz wichtig, die Mutter Erde hat 7 Naturelemente, mit denen wir uns tagsüber verbinden sollen. Eben, das ist zum Beispiel die Sonne, Vitamin D, oder auch Sungazing zum Sonnenaufgang, Untergang. Oder eben diese Wasserreinigung. Oder Atemübungen, Breathwork, in den Wald gehen, viel Sauerstoff einatmen, nachts bei geöffneten Fenstern schlafen. Und Erde natürlich, uns erden, Earthing, ist ja auch in der Rohkost total bekannt. Oder auch einen eigenen Garten anbauen. Oder wenn man keinen Garten hat, auf dem Balkon so viel wie möglich. Oder einen Sprossengarten. Und dann eben alles möglichst lebendig. Und der 6. Engel, das ist der, der sagt, positive Gedanken, also mit viel Freude durchs Leben gehen, Klänge, Musik und so weiter reinbringen oder Tanz und Gesang auch. Und der 7. Engel ist eben die Mutter Erde selber, die uns damit dem Kosmos verbindet. Und das andere sind eben die 7 Engel des Himmelvaters und das sind eben Abendmeditationen. Und da schlagen die Essener 7 Abendmeditationen vor, dass man, wenn man abends ins Bett geht, sich immer mit einem Element verbindet, also abends meditiert. Zum Beispiel ist das Sonntagabend der Kraftengel oder so. Also da macht man abends eine Kraftmeditation. Gehst du ins Bett, machst eine Kraftmeditation und weißt, dass diese Kraft die ganze Zeit deinen Körper nährt. Und man fokussiert seinen Kopf, weil sein Gehirn dann wirklich auf diese positiven Elemente, auf die Kraft, auf die Liebe, auf die Weisheit. Und so geht das halt eben immer weiter im 7-Tages-Rhythmus und dann wiederholt sich das halt wieder. Und da habe ich gemerkt, auch wenn mein Kopfkino total negativ ist, es ist so eine Art Konzentration auch und ich muss mich da auch immer wieder das in Erinnerung rufen, dass ich halt meinen Fokus auf das Positive halte, weil nur das Positive mich aufbaut und das Negative mir Energie raubt. Und das ist auch eine Übungssache. Zuerst ist es ziemlich schwer, aber je öfter man das macht, desto mehr bleibt man halt auch in diesen positiven Gedanken drin. Boah, so schön. So schön, dass mir eine Frage fehlt. weil ich genauso nachvollziehen kann, wie du das beschreibst. Und ich aber eben auch weiß, ich hätte das früher nicht verstanden, obwohl ich mich auch mit diesen Themen beschäftigt habe. Aber es hat was gefehlt, aber eigentlich nur der Weg, du musst ihn gehen, also du musst mal damit anfangen und dann dabei bleiben und der kann eben auch wehtun und der kann auch hart sein und ja. Also ich würde nicht sagen, er kann wehtun und er kann hart sein, ich würde sagen, er tut weh und er ist mega hart. Das ist einfach so und das ist auch ganz logisch, weil wenn wir in einer Welt sind und uns umgucken und dann diese ganzen Katastrophen um uns herum sehen, weil jeder, der aufwacht, der hat, kommt ja auch erstmal durch diese ganzen Verschwörungstheorien oder sieht halt auch dieses ganze Tierleid und was weiß ich nicht alles. Und das ist ja ein Ort, wo man sagt, da muss eine Veränderung. Und um diese Veränderung zu gehen, musst du aber das, was du in diesem Moment hast, alles loslassen. Das heißt, du wirst alles verlieren. Alles.
Also mir ist es so, ich habe dann halt alles verloren. Aber im Grunde genommen ist das, was ich verloren habe, sowieso das gewesen, was mich ja nicht glücklich gemacht hat, was mich nicht erfüllt hat, weswegen ich nicht hier bin. Und man verliert nur etwas im Außen und gewinnt die ganze Zeit im Inneren dazu. Denn diese eigene innere Stimme auch zu finden und zu entdecken, dass man so wundervoll geführt wird und mit einer Weisheit, dass man diese ganzen Absicherungen im Außen gar nicht mehr braucht. Diese ganzen Versicherungen, finanzielle Absicherungen und so weiter. Das braucht man dann ja gar nicht mehr, wenn man dieser inneren Stimme führt. Und das Faszinierende war, die hat mich dann an meine Traumorte geführt. Also auf die schönste Insel Neuseelands, in die paradiesische Gegend in Australien. Auf einmal stand ich hier in so einem Traumhaus von mir und habe gedacht, wow, das war alles nicht geplant, sondern ich wurde da geführt, weil ich jeden Tag morgens gucke, was will die Stimme oder was sagt die Stimme mir, und das mache ich dann. Und dann heilt eben dieser ganze Schmerz, dass man etwas verliert, was man eigentlich so nicht haben will oder was einen so nicht glücklich macht. Das ist ein spannender Aspekt, wir halten eigentlich an was fest, was uns gar nicht dient. Das ist total schräg. Von etwas loszulassen, was uns nicht dient, wäre an sich ganz einfach, wenn wir es erkennen würden, aber es tut uns trotzdem weh. Wir wollen trotzdem, wir denken, da fällt jetzt was weg, was wesentlich ist. Irre. Irre. Naja, wir sind so unglaublich verbunden mit allem. Und ja, sogar mit der negativen Seite, mit der wir aufgewachsen sind. Und auch die sind, also ich sag mal, die negative Seite ist auch sowas wie Bruder und Schwester, die nur gerade die verlorenen Kinder sind, sag ich mal. Und das ist wahrscheinlich das Traurige, dass man sie nicht mitnehmen kann auf diesen wundervollen Weg. Aber es wird dann halt zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht mal kommen. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du mehr davon hören möchtest, dann schenk uns einfach ein Like oder hinterlasse einen Kommentar. Und wenn du keine der weiteren Episoden verpassen möchtest, dann abonniere am besten gleich den Kanal und klick auf die Glocke. Ich bin Heike Michelsen von Germany Goes Raw und ich wünsche uns allen beste Gesundheit.